Heute geht es bei uns um meinen Naturgarten Gartenteich, der im Grunde genommen anfangs als sogenanntes Tauchbecken zum Hineingehen gedacht gewesen ist, aber aufgrund der Tatsache, dass Fische drinnen sind und dass er relativ leicht veralgt ist am Anfang, haben wir uns gedacht, überlassen wir ihn einfach der Natur, bis dass er irgendwann mal vielleicht ein Buchenwald wird. Der Teich ist so aufgebaut, es gibt zwei Randgebiete, die zur Wasserklärung da sind, einen großen Bereich, einen Wassertropfgarten und natürlich Randbereiche, wo natürlich sich alle möglichen Pflanzen ansiedeln können. Es gibt zum Beispiel den Blutweiderich, es gibt aber auch Margeriten, es gibt das Hornkraut, es gibt die Wasserminze, es gibt den Blutweiderich in der großen und auch in der kleinen Version, es gibt den Wassertoast und im Frühjahr beginnt natürlich alles mit der Sumpfdotterblume. Im Gartenteich sind natürlich auch so einige Wasserpflanzen drinnen, die natürlich zur Klärung dienen, damit der Gartenteich gut geklärt wird und auch nicht so viele Algen produziert. Jetzt mittlerweile läuft er ja ganz gut, gibt es viele Sauerstoffpflanzen bzw. Pflanzen, die das Wasser auch sauber halten. Der Wasserkreislauf ist so, dass wir das Wasser im Grunde genommen aus dem Hauptbecken entnehmen, über eine UV-Lampe den Filter dann wieder zuführen dem Teich, und zwar über drei Stellen, zweimal über die Nebenbereiche und einmal über den Tropfgarten bzw. seinerzeit Wasserfall. Und am Do-it-yourself-Gartenteich tut sich natürlich auch so einiges, und auch hier gilt das Motto Blüte, Blüte, Blüte für Wildbiene, Biene, Hummel und Schmetterling. Und last but not least geht es natürlich auch noch unter Wasser. Dort haben wir uns gedacht, geben wir heimische Fische hinein, nämlich das sogenannte Modalieschen, das sich sehr, sehr stark vermehrt, muss ich sagen. Und ich habe mir ausgerechnet, in 3 Jahren sind es ungefähr so 15.000 Fische, die im Gartenteich drinnen sind. Der Vorteil an diesen Fischen ist, dass man sie wahrscheinlich relativ gut wieder an befreundete Gartenteichbesitzer losbekommt. Das schaut jetzt natürlich hier beim Gartenteich etwas aufgeräumter aus, beziehungsweise geplanter aus. Das ist aber auch der Sinn und Zweck hier bei unserem Konzept. Meine Freundin möchte eher die Rasenfläche haben, beziehungsweise die geplanten Flächen. Ich eher die ungeplanten und die natürlichen Flächen. Und so haben wir einfach einen sehr, sehr guten, so glaube ich zumindest, Kompromiss geschlossen. Es gibt bei uns eben diese aufgeräumten und geplanten Flächen, es gibt aber auch die wilden Flächen, wo Wildblumen wachsen, für Biene, Hummel, Schmetterling, alles dabei, Blüte, Blüte, Blüte ist unser Motto. Wir haben aber auch hinter dem Haus einen Wald, der sehr, sehr unaufgeräumt ist und wo sich natürlich auch sehr viel Totholz befindet.